Hallo. Ja, was gibt's denn Schönes? Eine Bratwurst. Ja, nimm ich auch eine Currywurst. Ja, nimm ich eine Curry. Hallo und herzlich willkommen nun auch hier vom PC-Schneidetisch aus. Ja, ich bin dieses Türchen am Möhnesee am Ostersonntag, dem 30. März 2024 geradelt. Hier seht ihr schon mal einen kleinen Blick hier in den Möhnesee. Ich bin jetzt hier auch schon gerade unterwegs, ihr werdet schon gesehen haben, am Anfang, ich bin quasi, jetzt muss ich noch mal gerade nachschauen, das ist eigentlich der westliche Teil von der Staumauer aus gesehen. Da ist so eine kleine Ortschaft, Brünningsen nennt die sich. Genau, und da gab es einen schönen kleinen Wanderparkplatz. Ja, man kann natürlich überall direkt auch am Möhnesee parken, aber zum Beispiel direkt an der Staumauer, wo ich gerne starten wollte, am östlichen Uferteil oder die östliche Seite der Staumauer, da war ein großer Parkplatz, aber ich glaube, da stand, oder was ich so laut Internet rausbekommen habe, dass das 5 Euro die Tageskarte kostet. Ja, jetzt bin ich hier an der Arnsberger Straße angekommen. Da hinten seht ihr jetzt eigentlich das Hefebecken, beziehungsweise hier, das ist jetzt eigentlich noch ein Stückchen des Hefetalbeckens, der gesamten Talsperre sozusagen. Sie hat ja im Grunde genommen so zwei größere Hauptarme. Der eine ist quasi das Einlaufbecken oder das Tal der Möhne, und südlich davon gelegen ist dann auch mal so ein großer, dicker, breiter Arm der Heve. Ja, hier sind wir auch schon an einem schönen Ausflugslokalität, Torhaus. Haben meine Frau und ich auch schon öfters drin gesessen, und sehr schönes Garten-Ausflugslokal. Ja, hier der Parkplatz, der ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der auch noch kostenlos ist, aber der ist recht groß, aber ihr habt gerade vielleicht noch ein bisschen kurz gesehen, dass der immer sehr voll ist. Ist natürlich sehr beliebt als Ausgangspunkt hier, um dann hier um den einen kleinen Teil des Seitenarms, also wo die Heve hineinfließt, das Bächlein, da kann man dann auch eine größere Runde spazieren gehen. Das wäre dann hier zum Beispiel auch der Weg, um dann hier drum rum zu gehen. Ja, hier bin ich dann auch schon an der ersten schönen kleinen Sehenswürdigkeit, wie ich finde, dem Jagdschloss St. Meinolf, ursprünglich Wilhelmsruh und zeitweilig Konradsruh genannt. Das malerische, schlossähnliche Anlage wurde 1891 für den Hamburger Bankier Konrad Hinrich Donner gebaut. Ja, ich bin, wie gesagt, dann hier auch schon wieder weiter auf dem Weg. Ja, jetzt kommen wir hier zu Frankies Hütte. Vorne von der Straße aus ist irgendwie so eine, meine ich, tankstellenähnliche Bühne aufgebaut, wie das wohl vielleicht mal vor ewigen Zeiten in den USA, oder ob das hier auch so ausgesehen hat, wie eine Tankstelle ausgesehen hat, keine Ahnung. Wie auch immer,
Ihr könnt dort also auch Rast machen und euch auch ein bisschen verpflegen. Ich gehe auch immer mal so, wie gesagt, zwischendurch so ein bisschen auf so ein paar gastronomischen Sachen, wenn sie denn gerade am Weg liegen, ein. Hier übrigens der Weg, Beschaffenheit nicht so gut. Man hat hier wohl neuen Schotter aufgebracht. Zum Glück ist er wohl schon ein bisschen länger da, weil ich habe die Erfahrung gemacht, oftmals ist dann auch da fast schon sehr grobartige Schotterbröckchen dabei. Die finde ich dann nicht wirklich so gut. Ja, das hier ist jetzt dann auch die Heve, wie ihr sehen könnt. Ja, das war hier die Heve. Das ist ein Brückchen. Das geht hier dann, weil ich euch das auch zeigen wollte, hier zum Tackenberg. Auch ein schönes Ausflugslokal, wo man hinten dann schön draußen sitzen kann. Ich gehe jetzt mal dahin und guck mal für euch so ein bisschen kurz um die Ecke. Ist ja immer ein bisschen doof, oder sieht immer ein bisschen doof aus für die Leute, die da sitzen, wenn da einer nur guckt. Deswegen nur ein ganz kurzer Einblick. Und für mich geht es dann wieder zurück hier auf die auf den Weg hier unten entlang. Verläuft, wie gesagt, immer parallel der Heve. Ihr seht, wie gesagt, hier wieder dieser grobkörnige Schotter mit diesen. Also manche Stücke sind so groß wie die, ich will euch das mal so ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie die, die auf den Gleisdämmen von der Bundesbahn bzw. von den Bahnstrecken zu finden sind. Also das sind schon manchmal ganz schön ordentlich große Brocken dazwischen. Ja, jetzt seht ihr, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich auch ein Stück, was jetzt nach Komoot nicht wirklich als Radweg ausgewiesen ist, also nicht gezeichnet, irgendwie bunt oder in irgendeiner Art und Weise Ja, ersichtlich. so, hier mal wieder Arnsberger Wald, ganz typisch. Tja, da liegt dann mal so ein Baum, ne? Ja, ziemlich kacke, hier drüber zu fahren, wie ihr seht. Und was habe ich gemacht? Hab mir hier mal eine kleine Rampe gebaut. Tja, so einfach geht das. Und schon kann man da schön drüber hüpfen. Ja, zumindest mit dem Fahrrad. Genau, weil das ist nämlich mit dem Fahrrad mit 40 Kilo ziemlich beschwerlich. Deswegen einfach mal eine Rampe bauen und dann kann man da schön sachte und langsam schön ordentlich drüber. Genau. So funktioniert Fahrradfahren. Genau. Ja, und hier mal noch ein Blick in die Landschaft. Ja, also bei 30 Grad möchte ich hier nicht herfahren. So, ich würde sagen, weiter geht's. Ja, ihr seht eingeblendet, das war noch ein, ich habe da noch zwei nette Radler getroffen. Man ist kurz ins Gespräch gekommen, weil ich da die Rampe gebaut habe und habe denen gesagt, dass sie die nutzen können, beziehungsweise wenn sie denn ihr Rad da nicht drüber tragen möchten. Ja, wie gesagt, der Abschnitt hier zwischen Frankies Hütte und ein großes Teilstück dann bis zur Honigkurve, was auch immer das ist, laut Komoot, ist wie gesagt nicht in Komoot als fahrbarer Radweg quasi oder als ausgewiesener Radweg gekennzeichnet. Also das nochmal, wie gesagt, als Erinnerung.
Deswegen wollte ich dieses Teilstück hier auch in Gänze für euch, auch als Zeitraffer, so viele wie möglich Szenen drin lassen, damit ihr seht, wie das hier so ein bisschen beschaffen ist. Ihr seht, hier ist es jetzt ein bisschen schlammig, aber voraus jetzt auch ist natürlich jetzt hier die Hefe. Wie gesagt, die Hefe ist einer der größeren Flüsschen, die in die Möhnetalsperre fließen. Und wie gesagt, das Hefebecken ist quasi auch ein großer Seitenarm. Ja, eigentlich, wie gesagt, vor 3-4 Jahren bin ich hier schon mal gewesen. Da war die Hälfte weniger Wasser da drin. Habe ich mich aber allerdings nicht getraut, dort durchzufahren mit dem Fahrrad, obwohl es da bestimmt gegangen wäre. Heute und hier im Video an diesem Tag wollte ich es eigentlich machen, aber da ich gesehen habe, dass da zu viel Wasser drin ist, habe ich es dann doch vorgezogen, hier das kleine Brückchen zu benutzen. Danke übrigens auch nochmal an den Klaus, der hier rechts nicht ganz im Bild zu sehen ist, der jetzt hier gerade mit dem weißen MTB hinter mir herschiebt. Der hat mir geholfen, da die... Ja, die auch. Ja, das wäre schön. Bis zum nächsten Mal auf dem Kaffee. Genau, das war der Klaus. Dankeschön nochmal, auch hier jetzt vom Kommentar aus, vom Schneidetisch. Wie gesagt, die Treppen da hoch mit dem Rad. Ich habe ja immer ziemlich viel dabei. Ich hatte auch noch den Reserveakku, den Bosch. Der wiegt auch schon 3 Kilo. Ja, wie ihr seht, hier geht es dann jetzt auch weiter. Also wer denn mag und kann natürlich dann auch durch diese Hefe durchfahren, obwohl ich denke mal, das ist eigentlich mehr oder weniger nur gedacht für den Förster oder was. Oder eben für forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Ja, die Stelle ist übrigens von der Staumauer, wenn ihr dies so fahrt, wie ich gefahren bin, also die Hefequerung da nach 16,9 Kilometer. Es gibt aber wohl auch noch ein anderes Brückchen, was ein bisschen breiter ist oder vielleicht auch keine Stufen hat. Das ist vielleicht 1-2 Kilometer vorher der Abzweig. Habe ich aber jetzt erst gesehen in der Nachbereitung. Ja, dann hier eine kurze Stelle hier. Das ist dann hier die Sauerlandstraße. Da muss man dann leider 10, 20, 50 Meter mal ein Stückchen auf dieser Landstraße langfahren. Ihr seht, gerade hier, als ich hier lang geradelt bin, kam überhaupt kein Auto. Denke mal, dass da auch unter der Woche nicht allzu viel Betrieb sein wird, was ja dann auch wiederum gut ist, weil da ist halt auch kein separater Radweg. Ja, ich bin dann wieder abgebogen, habe mich dann wieder hier auf diese, also dieses Teilstück hier ist jetzt eigentlich auch als in Komoot zumindest als Radweg ausgewiesen. Da steht jetzt hier dran 65 bis 67. Keine Ahnung, was mir das jetzt hier sagen soll in Komoot. Naja, wie auch immer, also das Stückchen kann man jetzt hier langradeln. Ist offiziell als Radweg wohl ausgewiesen. Zumindest in Komoot als so rosa-lila, keine Ahnung, gekennzeichnet. Da gibt es ja eine Legende in Komoot. Und also es gibt ja die Radfernwege, die sind glaube ich rot, und so örtliche oder kommunale Dinger sind blau und rosa, keine Ahnung. Müsst ihr dann da mal schauen. Ja, den Link bei der Gelegenheit tue ich euch natürlich wie immer unten drunter unter dem Video, findet ihr den nach Komoot. Hier übrigens gerade wunderschön dieser Baum mit einer Bank und ein Vogelhäuschen drunter. Blöd war jetzt, dass natürlich gerade ausgerechnet jetzt ein Auto kam. Ich habe ja immer irgendwie so ein Glück, aber was soll's. Ja, hier der Blick dann auch nach Hirschberg. Ja, ist dann sehr schön anzusehen, der Ausblick. Man kann das auch ein bisschen umfahren. Ich habe, wie gesagt, diesen Weg hier gewählt, obwohl ich gar nicht wusste, dass... ja, gerade habe ich noch eine... Zeitraffer besonders schnell gemacht, damit ihr mal seht, wie viel
Windbewegung bzw. Wolkenbewegung am Himmel eigentlich war. Ansonsten könnt ihr nochmal zurückspulen. Ja, jetzt geht es hier eigentlich schnurstracks in Richtung Warstein ist das. Und ich muss gerade mal schauen. Also das dürften jetzt so circa 3 Kilometer gewesen sein von diesem schönen Ausblick aus Richtung Warstein. Und jetzt komme ich hier eigentlich auch schon an die höchste Stelle, die man hier eigentlich quert auf dieser Tour. Fragt mich jetzt nicht, wie hoch das hier jetzt ist. Ich denke mal deutlich über 400 Meter hoch. Ja, hier steht ein etwas südlich davon gelegen nördlicher Kahlenbergskopf. Ja, und der ist 447 Meter hoch. Ja, dann geht es eigentlich immer schön bergrunter. Einen schönen Downhill gehabt und dann geht es hier so ein bisschen durch ein Tal. Das ist dann hier auch wieder ein Bächlein. Leider kann ich jetzt gerade nicht lesen, um was für ein Bächlein es sich handelt. Aber ich gucke dann auch immer, wie gesagt, ist dann auch der ausgewiesene Weg hier. Nennt sich jetzt HWR und dann steht da 6064 dran. Ja, und dann kommt man hier noch an einer schönen Stelle vorbei. Zufällig süße Schafe. Fand ich sehr schön anzuschauen auf dieser Weide. Richtig toll. Jo, und dann geht's weiter. Nur noch ein, zwei Kilometer oder ein bisschen weniger. Hier links übrigens der ehemalige Gasbehälter von Warstein. So wie ich das zumindest im Internet gelesen habe, stand da ehemals dran. Wird wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb sein. Keine Ahnung, warum oder wieso man das oder den nicht mehr braucht als Puffer. Keine Ahnung. Ja, und dann geht es hier, wie gesagt, über die Bahnstrecke, dass die Brauerei Warstein eigentlich nur noch benutzt und verwendet. Und hier eine Tafel mit Informationen, Radinformationen zu Warstein. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles ausgewiesene Radwege. Das ist jetzt hier unterm Stillenberg entlang. Ihr seht, das ist jetzt hier auch wieder alles geteert. Also wie gesagt, das Stückchen eigentlich nur durch den Arnsberger Wald ist so ein bisschen schotterig. Teilweise, wenn es viel geregnet hat, auch mal matschig. Fahrrad war natürlich relativ wenig dreckig, finde ich. Aber gut, das hängt natürlich sicher auch immer ein bisschen von dem Fahrstil ab. Ja, jetzt biege ich hier rechts übrigens ab. Das ist ein neues Stückchen. Für mich zumindest ist es noch nicht. Ich kannte das noch nicht. Ich bin ja die Tour hier schon mal gefahren mit meiner Frau. Allerdings nicht in so großer Länge von 56, 58 Kilometer. Wir haben die ein bisschen kleiner gemacht, weil wir nicht von der Staumauer aus gerade sind. Also das hier ist jetzt hier so ein parkähnliches Stückchen. Hier steht zwischen der Werste und Mühlengraben entlang. Und hier unten ist wohl dann auch ein ehemaliges Mühlhaus. Stüttings Mühle steht hier dran. Man hat das wohl zur Stadtbücherei ausgebaut. So viel dazu. Ja, jetzt bin ich hier nach Belleke rein, weil ich kenne dieses Eiscafé hier und habe mir natürlich, was sonst, natürlich ein schönes Eis gekauft. Ja, und jetzt dackel ich, das ist ja mal blöd, wenn man dann so ein Hörnchen hat mit zwei Kugeln drauf und Fahrrad und muss das dann schieben. Aber ich habe es geschafft, habe mich jetzt hier hingesetzt und ihr seht,
Was habe ich genommen? Kirsche und Vanille. Ja, dann ist hier so ein, Wickeplatz nennt er sich, von Belleke, wahrscheinlich so eine Art Marktplatz. Und ich bin dann auch schon wieder auf dem weiteren Tourenverlauf unterwegs. Und hier beginnt jetzt wieder der Radweg. Und zwar, ja, das muss ich jetzt gerade mal nachschauen, auf jeden Fall. Das ist jetzt ab Belleke bis nach Soest geht dieser Radweg. Ich muss aber mal schauen. Ich meine, das wäre Pengel-Anton-Radweg. Und bei dem, ja, es gibt so einen Bahntrassenpapst, sage ich das jetzt mal, wohlwollend, ist nicht böse gemeint, der nennt sich Achim Bartuschek, vielleicht kennen den auch einige von euch, der hat immer sehr viele Radwege, also Bahn, ehemalige Bahntrassen, also die zu Radwegen umgebaut sind. Das ist so meine Hauptquelle, wo ich dann gucke, wo gibt es in ganz Deutschland, ich weiß nicht, wie weit der das noch im Ausland betreibt, Belgien, Niederlande, wo auch immer. Ich glaube, das macht er auch teilweise weltweit schon. Und da kann man dann immer mal nachgucken. Ja, hier links ein paar ehemalige Waggons, die ein entsprechender Verein hier hingestellt hat oder aufgestellt hat. Also die Möhnetalbahn, so heißt die. Ob die jetzt in Gänze Pengel-Anton heißt oder nur ein Teilabschnitt Asche auf mein Haupt, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich lese hier gerade nochmal nach. Ich habe hier mal ein bisschen was recherchiert. Wie gesagt, da war auch eine schöne Außengastro. Die Möhnetalbahn war eine normalspurige, im westlichen eingleisige Bahnstrecke des Westfälischen Landeseisenbahn. Also der Westfälischen Landeseisenbahn. Von Soest nach Brilon, die 1898 eröffnet wurde. Zum Radweg wurde die Strecke zwischen 1975 und 2022 von Echtrop bis nach Soest ausgebaut. Am ehemaligen Bahnhof Sichtig vor bei Belleke sind zwei Waggons aufgestellt. Ja, das hat ihr gerade gesehen. Und da, wo ich jetzt gerade noch ein Foto gemacht habe, das Foto habe ich jetzt mal hier nicht explizit reingemacht. Wie gesagt, das findet ihr dann in Komoot. Damit ihr mal ein bisschen neugierig bleibt, könnt ihr da auch reinschauen. Ich mache da immer mal, wenn ich es denn nicht vergesse, viele Bilder, wenn es sich lohnt, von unterwegs. Weil das Schöne ist, wie gesagt, in Komoot sind die verortet. Da könnt ihr dann auch immer genau sehen, anhand des Streckenverlaufs, wo das Foto dann auch gemacht wurde. Ja, das ist hier, wie gesagt, ein super klasse Radwegverbindung, die mich jetzt relativ schnell wieder zurückbringt in Belleke, beziehungsweise zwischen Warstein und Belleke ist so ungefähr die Hälfte der Strecke, eigentlich eher mehr bei Warstein. Da habe ich eigentlich den halben Weg der 56, 58 Kilometer langen Tour, die Hälfte dann auch schon hinter mich gebracht. Und da jetzt, sage ich mal, der Abschnitt ab dem, dem Frankies Gastronomie da bis nach... fast bis kurz vor Warstein, eigentlich eine schlechtere Wegstrecke ist durch den Arnsberger Wald, habe ich natürlich dann versucht, auch hier auf der Bahnstrecke wieder ein bisschen Gas zu geben und deswegen, aber ihr seht ja, ne, tolle Strecke, sehr gute Qualität, wenige, Wurzeln, die den Weg jetzt hier irgendwie zerstören oder schon Hubbeln gemacht haben. Hier ist jetzt übrigens schon der hintere Einlauf von der
Möhne, die hier reinfließt. Das ist also jetzt hier der Seiten- oder der größere Seitenarm eigentlich. Oder einer der Hauptarme, wenn man so will. Der längste von der ganzen Möhnetalsperre. Deswegen wird sie wohl auch so benannt worden sein. Ja, dann komme ich hier an einer Bude vorbei. Da habe ich kurz gehalten, um... Ich habe mir da jetzt nicht Currywurst Pommes geholt nochmal. Imbiss Madeira nannte der sich. Hab mir da noch ein Stückchen Kuchen geholt, obwohl ich ja schon relativ spät leider mal wieder dran war. Aber so what. Ja, hier mal immer mal einen Blick jetzt in diesen Hauptarm hier der Möhnetalsperre. So ein Blick. Und schön ist es jetzt hier natürlich nicht unbedingt, vor allen Dingen, wenn wirklich richtig, richtig viel los hier ist. An schönen, wärmeren Tagen, dann ist hier der Bär los und ihr hört das auch so vielleicht immer so ein bisschen an dem O-Ton, den ich hier immer auch so ein bisschen drin lasse, mit den Autos, die vorbeirauschen. Zum Glück, wie gesagt, wenigstens schon auf der gesamten Tour eigentlich immer hier einen separaten Radweg, also ganz, ganz, ganz wenige Stellen, wo man wirklich mal kurz auf einer Landstraße ist, 20, 30 Meter oder so, wo dann aber auch wirklich nicht unbedingt gerade viel los ist. Aber aufpassen muss man halt trotzdem. Wie ihr seht, ansonsten hier eigentlich sogar, wenn man die Möhnetalsperre nur direkt umrunden möchte mit dem Fahrrad, ist man eigentlich immer unterwegs auf komplett, tutti kompletti, separate Radwege. Ja, hier jetzt wieder kurzer Boxenstopp, beziehungsweise, mache ja hier schon mal ein Foto, auch wieder eine Ausflugslokalität, wo man mal ein Päuschen schönes machen kann. Und da ich im Vorfeld auch so ein bisschen recherchiert hatte, wollte ich mal gucken, wegen Stromauftanken hier für die Autos eine Ladestation und hier dann direkt quer gegenüber das Pendant für die Fahrräder. Da ist dann auch noch, glaube ich, eine Reparaturwerkzeug-Dingsbums. Station mit dabei gewesen, etc. pp. Also, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr euer Fahrrad auch mal aufladen kann. Das ist ja auch so ein besonderes Thema, was mich immer wieder ein bisschen erregt, sage ich mal. Gelinde gesagt, dass an den Fahrradwegen oder an diesen, das ist ja eigentlich hier ein Klassiker um die Möhnetalsperre, solche Bike-Ladestationen, also für Fahrräder, nicht für Autos, weil für Autos, da kann man keine Schuko-Stecker reinstecken, in den seltensten Fällen, gibt es zwar auch, aber die kann man dann suchen, weil niemand hat Lust natürlich nur 10 Kilowatt zu tanken und dann 3 Stunden darauf zu warten. Hier übrigens auch nochmal wieder eine, wie ich finde, direkt am Weg liegende Ausflugslocation. Also da gibt es natürlich jetzt hier auf dieser Uferseite recht viele. Aber nochmal zu den Bike-Ladestationen. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, der mich ärgert. Wo man an schönen Rastplätzen doch wirklich die Möglichkeit hätte, da was hinzubauen. Vor allen Dingen hier an diesen klassischen touristischen. Ja, also gut, manche meinen, ja, da kann man ja einkehren, Kaffee trinken, was essen, bla 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 etc. Da muss ich aber immer bitte bitte machen und fragen, höflich, freundlich, und dann muss ich was verzehren, dann sitze ich doof rum. Ich meine, gut, dann sitze ich eh rum, wenn ich was verzehren will, aber gut, dann kann man die Zeit natürlich auch nutzen, ist okay, aber blöd, es ist halt immer, ich finde es immer so ein bisschen einen persönlichen Angang, dann muss man fragen, bitte bitte machen und weil es ja nicht Pflicht für die Leute ist. Man sollte das generell in solchen Restaurationen, ich will das ja auch nicht umsonst haben. Hier übrigens ist die Anlegestelle für das Personenschiff, mit dem man hier über die Möhne schippern kann. Jetzt sind wir hier auch auf der Staumauer. Was ich noch zur Möhnetalsperre sagen möchte, hier übrigens, das sind
sogenannte Hallenaufbauten, die man über die Schiebertürme gebaut hat. Ja, jetzt denke ich mal, dass Schiebertürme irgendwie Schieber sind, was zum Abriegeln vom, ich weiß es nicht, Überlauf oder keine Ahnung was. Derer gibt es hier zwei. Übrigens ist es leider so, dass man hier über die Staumauer das extra ein Schild, Fußgänger, Radfahren unerwünscht, beziehungsweise natürlich nicht gestattet dann quasi. Dann stand noch irgendein Schildchen, nette Radfahrer steigen ab oder so, irgendwas sinngemäß. Ich habe die Hälfte ungefähr auch geschoben, tatsächlich, weil mir Leute entgegenkamen. Aber den Rest habe ich dann, bin ich dann mit dem Rad gefahren. Wie gesagt, an diesem Staumauerende habe ich dann mein Küchelchen noch gegessen. Und hier bin ich jetzt auch, ja, nochmal, ihr seht so einen kleinen schmalen Trail geradelt, um wieder zu meinem Parkplatz zu gelangen. Ich sag mal, winke, winke, hier ist übrigens, glaube ich, Konrad Adenauer, bla bla bla, keine Ahnung. Ich sag mal, winke, winke, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und besonders ein Abo würde ich mich drüber freuen. Und tschüss!